Servus Bros und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei FMB. Heute mal was ganz Besonderes, denn wir sind in Herbolzheim beim ersten Titan Pop-Up Store Event. Und wir sind nicht alleine hier, es ist auch René Adler am Start. Und wenn ihr am Schluss ein original unterschriebenes Handschuhpaar von Titan, von René Adler gewinnen wollt, dann bleibt bis zum Ende dran. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das Ganze an. Let's go. Ich habe heute endlich mal die Ehre, mit einem Bundesliga-Profi Handschuhe zu shoppen. Wir sagen, wir laufen mal durch, schauen uns mal die Handschuhe an, dann können wir mal drüber quatschen, was du so bevorzugst. Ich finde es immer gut und fand es gut, wenn man ein richtig stabiles Handgelenk hat. Das ist natürlich bewusst, dass du als Amateurkeeper nicht bei jedem Trainingsspiel dir die Handgelenke tapen kannst. Die Tapekosten. Aber deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns was entwickeln, was deinem relativ nahe kommt. Ja, ich wollte schon sagen, also der Einstieg ist verhältnismäßig lang. Ja, aber ich mag es ganz gern. Also das ist dann vielleicht auch Geschmackssache, aber das Beste und das Wichtigste beim Torwart-Handschuh ist natürlich der Grill. Absolut. Der entscheidet einfach über Performance, zu guter Letzt über Sieg und Niederlage. Auf jeden Fall. Und insofern würde ich da ganz klar sagen, der Grip, der ist einfach alles darüber hinaus. Klar, Passform, der Komfort. Da ist aber auch jeder, das merkt man jetzt ja auch, der eine mag die Bandage ein bisschen länger, ein bisschen fester, ein bisschen kürzer. Das ist auch sehr, sehr individuell, aber es gibt, glaube ich, keinen Torhüter, der sagt, ich spiele gerne Handschuhe mit schlechten Grip. Dann haben wir jetzt mal einen kleinen Einblick. Ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal rüber in die Loge, dann stellen wir dir noch ein paar persönlichere Fragen. Was war das absolute oder die absoluten Highlight-Momente in deiner Karriere? Relativ einfach. Ne? Highlights sind immer die ersten Spiele. Insofern in Dortmund. Erstes Bundesligaspiel auf Schalke, erstes Länderspiel in Dortmund. Guter Kontrast dann guter, auch. Guter Mix, haben wir beide Lager abgedeckt. Und dann auch in so einem wichtigen Spiel wie gegen Russland. WM-Quali war das damals. Totaler Druck auf dem Kessel. Und auch da haben wir gewonnen. Und das waren echt Karriere eben in das Spiel. Ein Stürmer macht einen Fehler, steht es immerhin noch 0-0. Ein Torwart macht einen Fehler und es steht meistens 1-0 für den Gegner. Wie geht man auf so einer Ebene als Profitorhüter mit so Fehlern um? Es gibt keinen Torhüter, der keine Fehler macht. Die Art und Weise, wie man mit den Fehlern umgeht, das ist für mich damit entscheidend. Der wichtigste Punkt ist, sich das bewusst zu machen, dass das dazugehört. Ich hänge es nicht zu hoch einfach, sodass man sagt, okay, war nicht mein Spiel, jetzt habe ich wieder eine Woche oder 3 Tage, wenn du international spielst, um es wieder besser zu machen. Max Meyer, Zitat, Torhüter und Linksaußen haben eine Macke. Ich kann es unterschreiben. Kannst du es auch unterschreiben? Ich kenne so viele Linksaußen, die bekloppt sind. Ich wollte jetzt eher eigentlich auf Ersteres zu kommen, auf die Torhüter. Wer sich wirklich da einen Kasten stellen von 1 Meter ins Gesicht schießen lässt und das auch noch geil findet, der muss einfach bekloppt sein. Also musst du ein Stück weit... Aber es ist halt auch geil. Diese Fähigkeit. Ja, natürlich. Wenn du dann aufstehst mit Blut in der Nase und du hast den Ball gehalten, dann gibt da nichts Besseres. Die erste Frage dann war er drin, war er nicht drin? Ja, genau. Ganz zum Schluss eine Zuschauerfrage. Die kam von Max Weiß, ein Abonnent von uns. Der wollte wissen, wie lange spielst du einen Handschuh? Eine Woche, anderthalb. Eine halbe? Okay. Wenn ich jetzt ein überragendes Spiel gemacht habe, dann geht der Handschuh auch mal weg. Aberglaube dann? Genau, dann kommt der Aberglaube bei uns Fußballern ins Spiel. Wenn ich da mal ein Ei gekriegt habe oder einen Nebengriff habe, dann schenke ich die Handschuhe weg, dann freuen sich die Fans oder die kleinen Kinder. Insofern komme ich da schon auf meine 60 Paar im Jahr. Nicht genau, aber so kann man grob sagen, 1,5 bis 2 Wochen vielleicht, wenn es mal gut läuft, 2 Wochen. Ja, wenn es nicht so gut läuft, wenn es richtig gut läuft, auch länger. Also ich habe auch schon mal einen Handschuh 4 Wochen gespielt. Nochmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. War echt cool. Dafür. Hat Spaß gemacht. Hoffentlich sieht man sich nochmal. Auf jeden Fall, bestimmt. Vielleicht ja auch mal auf dem Platz mit Titanhandschuhen an der Hand. Ja, unbedingt. Vielleicht kann ich dir da mal 1, 2 einschenken. Ja, das wird schwer für dich. Sehen wir uns dann. Okay. Dankeschön. So Bros, das war's hier aus Herbolzheim vom ersten Titan Pop-Up Store Event. Wir hatten echt mega viel Spaß hier, René. Unnormal sympathischer Typ und, wie versprochen, habt ihr nun die Chance, das original unterschriebene Handschuhpaar von René Adler zu gewinnen.
Ihr müsst dazu nur in die Kommentare schreiben, was für ein Video wir mit René Adler drehen sollen. Unter allen Kommentaren verlosen wir dann diese Handschuhe. Schreibt bitte noch euren Instagram-Namen dazu, da losen wir das Ganze dann auch aus. Und um hier zu gewinnen, müsst ihr natürlich auch ein Abonnent sein. Aktiviert außerdem die Glocke, damit ihr noch über den ganzen Dezember bei Beat the Bros immer hautnah dabei seid. Da gibt es natürlich auch fette Preise zu gewinnen. Das war's dann soweit, aber auch Bros, wir sehen uns, haut rein. Ciao! Mmh, lecker!